Oh, hallo, jetzt sind wir erstmal ein paar Tage ins Land gegangen bei dem Body Extreme Invitational letzten Samstag. Das Postdown im Publikum, das kommt schon mal super an hier. Der Daniel Todd. Also das ist ja gerade meine Sicht, die man da sieht. Also ich war ja hinter der Linse und ja, da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, als der Kerl vor mir stand. Also auf der Bühne sieht das nochmal ganz anders aus, als wenn der dann vor einem steht. Das war schon ein Wuchtbogen. War es schon Profiniveau? Also er hätte mit Sicherheit weniger Probleme bei den Profis als so mancher, der die Profilizenz hat. Aber kommt auf den Bildern jetzt auch gar nicht so rüber, dass er, was für ein Druck eigentlich da hinter den Muskeln auch hängt. Das hat man, wie gesagt, erst gesehen, wenn er vor einem stand, dann kam das richtig zur Geltung. Auch im Line-Up kam das nicht so rüber. Also ich glaube, im Line-Up, jemand, der sehr gut aufgedruckt hat, war der Oliver Reinhardt gewesen. Mhm. Aufgrund seiner absolut perfekten V-Form. Also selten bei dem Niveau, was die Masse angeht, habe ich selten so schmale Hüften gesehen. Auch 95 Kilo, das ist ja kein leichter Kerl. Genau, und hat unglaublich schmale Hüften und dadurch halt eine absolut wunderbare V-Form im Line-Up. Also sieht richtig, richtig gut aus. So, es ist wie zu erwarten. Zunächst mal, da machen wir. Im Moment der Wahrheit, also ich glaube, von den sechs, die da auf der Bühne stehen, hatten mindestens drei eigentlich Siegchancen. Also ich denke mal, Daniel Todd, Oliver Reinhardt und der Thomas. Das war dieser Publikumsvergleich, der da in der Vorwahl noch gemacht wurde, der letzte Vergleich. Das jetzt? Der letzte Vergleich waren diese drei. Und da habe ich ja auch schon vorher, wo ich auf der Bühne war, gesagt, dass meiner Meinung nach diese drei dann auch ganz eindeutig diejenigen sind, die sich vom Rest des Feldes ziemlich deutlich absetzen und das unter sich ausmachen werden. Wobei hier jetzt, wenn man mal so drüber guckt, Daniel Todd schon heraussticht aus dem Netz. Was die Masse angeht, definitiv. Sieht schon echt beeindruckend aus. Was sagst du zum Serkan? Also ich fand den Serkan, also gerade hinter der Bühne, fand ich ihn eindrucksvoller als jetzt so auf der Bühne. Ja, also hat mir halt, hat irgendwie auf der Bühne nicht so richtig gewirkt. Also woran es liegt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber hängt natürlich auch immer davon ab, wo man letztlich steht und wer neben einem steht und so weiter. Kam mir auch manchmal so ein bisschen leicht unsicher vor. Ja, ich denke mal, bei so einem Feld ins Finale zu kommen, ist ja jetzt nichts, wo man sich schämen muss. Genau, also da haben ja genug Leute sich die Zähne dran ausgesetzt. Nummer 6 geht mit 53 Punkten an die Startnummer 7 an Serkan Çetin. Zufrieden mit deiner Form und auch mit deiner Platzierung hier heute? Also heute Morgen hat mir die Form deutlich besser gefallen und im Laufe des Tages, speziell nach dem Aufwärmen, ist irgendwas passiert, ich kann es nicht erklären. Ich bin ein bisschen zugelaufen, habe Wasser gespeichert. Du hast mich ja vorher gesehen noch, war sehr gut die Form, aber leider hat es nicht so geklappt. Ich habe halt was ausprobiert, hat nicht so hingehauen, aber dafür war der X ja da. Und speziell für die nächste Woche plane ich natürlich ein bisschen anders und versuche halt den Fehler wieder auszumerzen. Ja, ich habe es auch gesehen, wir waren ja alle erstaunt, sogar Leute wie der Detlef Ergert, also von dem ein Lob zu bekommen, das muss man erstmal hinbekommen, ne? Haben auch ein leichtes Wasserproblem, aber wie gesagt, wirst du es hinbekommen zur WM-Quali, zur WM selber hin. Welche Gewichtsklasse strebst du bei der WM an? Bis 85 Kilo. Das heißt, ich habe jetzt noch 1,5 bis 2 Kilo Luft und kann das dann halt optimieren. Sag dann erstmal Gratulation, hier ins Finale reinkommen ist klasse. Drücken dir die Daumen für die WM und hoffentlich noch ganz, ganz oft hier zu sehen. Platz Nummer 5.
Da gab es 45 Punkte in der Endabrechnung. Der geht in die Startnummer 4 an Marco Schmidt. Ja, Marco Schmidt, amtierender deutscher Meister im Superschwergewicht. Platz 5. Hatte damals noch gesagt, er ist froh, wenn er nicht Letzter wird. Also da die Mission hat er erfüllt. Ich denke mal, gerade mit diesen tadellosen Bauchmuskeln, ist schon mal ein Blickfang. Ja. Schön symmetrisch. Marco Schmidt, bei dir muss man ja sagen, im Laufe des Wettkampfs immer besser reingefunden in den Wettkampf. Wir haben so ein bisschen so da vorne schon mal mit dem Kampfgericht uns ausgetauscht, ein bisschen kritikwürdig so anfangs mit dem Line-Up, da hat es leichte Schwächen, war das Problem, Kreislauf? Pfannkuchengesicht, was du gleich am Anfang gesagt hast. Ja, aber du bist ja auch so jemand, der im Gesicht nicht aussieht wie jemand auf... Ja, fällt mir unheimlich schwer. Auch die Beine gestreift zu kriegen, ist ein Manko von mir. Ist noch sehr verbesserungswürdig. Aber heute mit dem 5. Platz, also nicht gerechnet damit, aber erreicht und absolut happy damit. Platz Nummer 4 an den besten Manuel Narra, den ich bis jetzt gesehen habe. Da geht noch eine Kleinigkeit, Manuel, aber klasse Form heute. Da Nummer 5, 39 Punkte. Finde also super Symmetrie. Wenn der noch einen Tacken härter gewesen wäre, also der hätte auch noch weiter vorne mitmischen können. Also meine Erwartungen waren viel niedriger, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe eher geglaubt, irgendwo im unteren Feld. Aber mit 4. Platz, super, happy, toll, Wahnsinn. Ja, Gratulation von uns und dann hoffen wir, dass wir dann dich nochmal einen Tucken schärfer sehen werden auf der WM. Frage, welche Gewichtsklasse peilst du da an? Männer bis 90. Also auch ein Leichtschwergewicht. Also vielleicht die nächste große Österreicher im Leichtschwergewicht präsent. Wir drücken dir die Daumen. Super, danke. Ciao. Platz 3, 2, 1, 25, 16, 14. Der dritte Platz geht an die Schadenbau 9, an Thomas Scheu. Na, Thomas Scheu jetzt Dritter. Denkst du, Thomas ist enttäuscht? Nee, hatte ich nicht so das Gefühl. Ich glaube, er war zufrieden mit dem, was er rausgeholt hat. Sein Ziel war ja, eine brutale Form auf die Bühne zu bringen. Und ich, das Ziel hat er erreicht. Ja. Also ich war absolut beeindruckt. Hier und da auch mal angeklungen ist, irgendwie, er hätte sich verschlechtert und so weiter. Finde ich gar nicht. Zeichen immer, glaube, der Thomas hat hier das gebracht, was er selber sich und uns versprochen hat, mit seiner Bestform, in dem wir nie gesehen haben. Riesenrespekt, Thomas. Geiles Ding. Ja, die Standardfragen, die wir alle stellen, bei dir jetzt mal ganz klipp und klar, du hast deine persönliche Bestform angekündigt, Thomas, die hast du heute definitiv gebracht, das Publikum hat gedopt bei jeder deiner Vorstellungen und wir hatten wirklich ein Irrsinnsfeld dieses Jahr und ich habe es ja im Vorfeld gesehen, da hätte jeder, glaube ich, Erster, Zweiter, Dritter werden können und natürlich muss ich dich fragen, wie soll unser dritten Platz dann wegstecken, auch bei so einem alten Hasen wie dir? So ein alter Hase wie ich, der steckt sowas locker weg, ja, ich habe... schon immer Platzierungen gehabt, wo ich auch der Meinung bin, dass sie durchaus gerechtfertigt sind und wer hier immer nur auf Sieg plädiert, es ist eine Kampfrichterentscheidung und das ist immer vielleicht ein klein bisschen abweichend, aber ist durchaus im Bereich des Normalen und zu Bewertenden und jeder hat da irgendwo die Möglichkeit gehabt, den Sieg für sich zu entscheiden und das ist einfach eine Frage, wie die Kampfrichter entscheiden an dem Tag und ich bin für meine Verhältnisse sehr zufrieden, ich habe das gebracht, was ich bringen wollte, in meinem Alter die beste Form, die ich bisher hatte mit 48 und das ist schon okay. Jetzt muss ich auch für mich so ein bisschen persönliches Highlight. Du weißt, dass wir sind ja nur gleich lang dabei bei deiner ganzen Geschichte und ich freue mich eigentlich jedes Mal. Die Publikumsreaktionen bei dir sind ja unterschiedlich. Du hast ja schon oft genug erlebt, da kommt ein Thomas Scheu sehr gut auf unsere Bühne. Da steht das Publikum da, das ist auch schon wieder der Scheu, den haben wir schon 100 Mal gesehen. Und heute muss ich mal wirklich sagen, hast die Leute von Stühlen gerissen. Ne? Der Thomas kam auf die Bühne, der Thomas brachte eine Granatenform und das Publikum hatte mal wirklich ausnahmslos positive Reaktionen. So was ist aber auch nochmal schön, oder? Das Publikum ist sowieso das A und O ja, von der ganzen Sache. Ne? Und vielleicht mal jetzt so zu erzählen, im Jahr 2008, wie ich mitgemacht habe bei der Weltmeisterschaft Over 40, da war ich ja auch sehr, sehr, sehr gut in Form und habe eine Woche vorher dann eine Pokalübergabe gemacht für die Deutsche Meisterschaft. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen brutalen Applaus bekommen wie an diesem Tag. Ich habe das Hemd nur ausgezogen, ich habe noch nicht mal eine Pose gemacht, ich habe nur das Hemd ausgezogen, dann waren die Leute am Schreien, als hätte ich ein Tor geschossen. Ja. Und dann halt eben ein paar Posen gezeigt und der Saal war so am Toben, das ist mir monatelang unheimlich nahe gegangen. Okay, nachvollziehen. Und ich denke, auch heute hast du, glaube ich, ähnlich großen Applaus bekommen. Jetzt muss ich bei dir natürlich auch fragen, ziehst du noch weiter durch? Masters-WM jetzt in ein paar Wochen oder für dich die Saison jetzt erstmal am Ende? 7-8 Wochen Diät bis für Master-WM und ich weiß also wirklich nicht, wie weit sich das lohnt. Da bin ich manchmal nicht so ganz glücklich gewesen. Naja, wir wollen nicht ins Detail gehen. Kann ich nachvollziehen. Ich habe die Bilder gesehen, ne, und habe auch nur den Kopf geschüttelt, aber wir wissen ja aber auch international,
geht es dann manchmal, was uns in Deutschland oftmals nachsagt, ne, ist international sicherlich auch verbesserungswürdig, nämlich das Thema. Verbände sich erlauben können und manche Athleten für gewisse Verbände sich erlauben können, das ist eine Frechheit hoch drei. Und ich bin nicht unbedingt jetzt bereit, nochmal 7, 8 Wochen die halt durchzuziehen, volle Pulle und da eventuell wieder. Ne, also. Das war gezielt dieser Wettkampf für mich besonders interessant, weil er hier in Deutschland ist und jede Möglichkeit hatte, mich hier in der besten Form zu zeigen. Wenn ich wieder irgendwo in der Türkei, arabische Länder oder sonst wo in der super Form bin, kriegt es keiner mit. Und hier war das für mich jetzt ein besonderer Ansporn, gut auszusehen. Das war für mich das A und O. Thomas, für uns ebenso. Gratulation im Nachhinein nochmal und hoffen, wir sehen dich nochmal wieder hier. Platz 1 und 2 trennen nur 2 Punkte. Zweiter Platz an jemanden, der ebenfalls seine absolute Bestform gebracht hat. Startnummer 11, Oliver Reinhardt. Was auch die Härte angeht, war er schon deutlich besser als Daniel. Also, wobei das Problem halt ist, dass beim Oliver die Härte ja irgendwie nicht mehr von dieser Welt ist. Also, man kann ja schon in einer absolut brutalen Form neben dem stehen und sieht immer noch weiter. Junge hat auch gehört, also er hat auf den Streifen, hat er nochmal, hat quer gestreifte Streifen sozusagen. Mhm. Also. Sowas sieht man sich. Heute, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Schwerer kommen und trotzdem die gleiche Härte bringen, ist ja so ein Kunststück, was im Bodybuilding oft angekündigt, aber selten dann vollzogen wird. Deine Form heute nur sensationell. Ja, das hat alles geklappt. Wir haben das vom Timing super hinbekommen. Also all das, was wir uns vorgenommen haben, der Klaus Meiber, mein Betreuer und ich in der Vorbereitung, sowohl trainings- als auch ernährungstechnisch, hat dann zu dem entsprechenden Erfolg geführt. Und ich bin, was das Ergebnis anbetrifft, super zufrieden natürlich und ja, ich kann das im Moment noch gar nicht so richtig realisieren. Ist einfach nur toll. Ja, und Masse gepaart mit Klasse und noch überraschend Bewegungsperformance in der Kür. Da hatten uns alle vom Hocker geholt, mich auch, ne? Weil dann, wo ich gedacht habe, da könnte er vielleicht schwächeln. Ich glaube, wenn auch sehr, sehr knapp, aber dennoch, glaube ich, verdienter, würdiger Sieger an den massivsten aller Teilnehmer, an Daniel Todt. I'm very happy. I'm very happy because I can be here, and this is a big competition with a big prestige. So this is my first international IFBB competition, and this is the biggest federation, and I would like to go to IFBB Pro. So this is a next step. This was. Wäre meine zweite Frage gewesen, nämlich genau die Frage: Will we see Daniel Todt as an IFBB Pro? When? in next year I will not compete and after next year I hope I can try. Wir werden uns alle darauf freuen, glaube ich. Wir haben, glaube ich, heute auch alle gesehen, dass der Junge wirklich Profiformat hat. Also Masse und Volumen sind da. Hat sich toll bewegt auf der Bühne. Wir waren alle schwer beeindruckt. We were very impressed about your posing routine. Everybody's thinking, oh, that big guy. Maybe he can't move, but you can move. It was a great posing routine. Will we see something more from that? This is a new posing routine. In my home, I have a friend. He said he can help me a new posing routine make. So. Danny, great congratulations from all of us. It was a great winner in a great contest. I hope we'll see you in the next year, maybe again here. Kurzer Hinweis, die Jungs mit deren VIP-Platin und Goldkarten, die können gleich nach oben kommen und ein Bild machen mit dem Sieger, so steht es hier drin. Alle ein bisschen enger zusammenrücken machen.